Tada! Willkommen zur Malstunde mit mir, Bastian Nordzeit. Merkin. Ich hoffe, es wird Ihnen gefallen. Kommen Sie mit mir auf eine Reise in die Zukunft, die Vergangenheit, der Gegenwart. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ja, passt auf, ich habe mich gerade, wie ihr seht, hier mit ausgestattet mit tollen Sachen, so 70 Cent, Radiergummis und sowas. Und ich werde jetzt hier mal so ein bisschen malen, mal gucken, was bei rumkommt. Und ich fange jetzt einfach mal an, so. Und das ist ein Stift, man nennt ihn Bleistift, Stärke 4B. Und prinzipiell, sowas habe ich noch nie gemacht, vor der Kamera irgendwas zu machen. Naja, fangen wir einfach mal an. Wann hast du ungefähr angefangen mit dem, wie du sagst, Malen? Oh, ich habe eigentlich immer schon gemalt, so gezeichnet, alles Mögliche gemacht und ich habe das damals auch teilweise so als Art Selbsttherapie etc. alles Mögliche gemacht und war das einer der wenigen Sachen, wo ich wirklich abschalten konnte und wo ich eigentlich prinzipiell war das immer ein großer Teil meines Lebens halt so. Es hat sich natürlich alles entwickelt. So. Ich habe angefangen einfach immer nur, hauptsächlich immer nur in Schwarz-Weiß irgendwie irgendwas zu machen. Irgendwann bin ich halt dann übergegangen, habe angefangen Ölgemälde etc. zu malen halt. Und ich habe mich prinzipiell nie wirklich an irgendwelche, ich nenne es jetzt mal, allgemeine Normen, wie man irgendwas zeichnet und so weiter, gehalten. Ich bin ja eigentlich in diesem Sinne nicht irgendwie so, dass ich mich auf ein Medium oder sowas beschränke. Ich mache auch Skulpturen etc. Also prinzipiell ist dieses ganze Kunst, was weiß ich, irgendwie Ding, dazu gehört alles, dazu gehört auch Musik und so weiter. So prinzipiell probiere ich halt immer irgendwie irgendwas, was ich, keine Ahnung, in mir habe, irgendwie irgendwo in irgendetwas reinzupressen, irgendwie rauszulassen. So. Jetzt Aufträge aufnimmst von Bands wie Heaven Shall Burn, aber ich glaube, für Rammstein hast du auch schon mal was gemacht? Ja, für Rammstein mache ich momentan einige Merchandise-Artikel und so weiter, ja. Wie ist das dann? Sagen die dir dann exakt, was du machen musst oder sagst oder kannst? Und du sagst dann irgendwie, nee, so will ich es nicht machen, weil. Also hast du da künstlerische Freiheit oder musst du da wirklich so richtig auf Auftrag, wie es der Auftraggeber will, arbeiten? Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Also insgesamt, sag ich jetzt mal so, bei Rammstein ist zum Beispiel so, dass die quasi mir prinzipiell absolut freie Hand lassen. So, ich muss natürlich zum Beispiel in ihrer bestimmten Art und Weise CI irgendwo bleiben. Also das heißt, ich kann natürlich nicht und will ich auch gar nicht. Passt natürlich auch überhaupt nicht zu Rammstein. Wenn ich dann irgendwie so ein knallbuntes, abgefahrenes, was weiß ich, ich nenne es jetzt mal flippiges Hardcore, Metalcore, was weiß ich, irgendwie Motiv machen. Wenn ich zum Beispiel Artworks im in diesem speziellen Sinne, wie zum Beispiel bei Heaven Shall Burn mache, dann ist meine Arbeitsweise sowieso ein bisschen anders, wie als wenn ich jetzt irgendwie sage, ich mache Kunst in diesem Sinne. Obwohl, das ist eigentlich auch prinzipiell, kann man das auch gar nicht so richtig trennen, ich weiß es nicht ganz genau, nur da ist es zum Beispiel mehr eine comichafte Arbeitsweise. Ich zeichne irgendwas, meistens mit Bleistift, ich skizziere und dann tuschiere ich das halt mit Tuschestiften etc., mit Tuschefedern, mit Pinseln und so weiter und so fort. Dann scanne ich das ein und male am Computer halt aus. So, das ist quasi die gängige Art und Weise, wie man heutzutage meistens halt Comics macht. So. Und ja, so ist das jetzt letztendlich zum Beispiel entstanden und in den Verstand gehen. Und ich sag mal so, das ist ja auch der Stil, über den mich die meisten halt kennen, so den ich auch oft bei Cajajon verwende oder jetzt War From Hell's Mouth, das Artwork von der vorletzten Platte von der Transmetropolitan. Hast du irgendwie drei oder ein paar Tipps irgendwie, wenn einer jetzt sagt so, oh, ich würde auch gerne irgendwann so gut zeichnen können,
die er auf jeden Fall beachten muss? Sagen, prinzipiell sollte man probieren, also was heißt sollte man probieren? Ich halte ja viel von vom emotionalen Malen, Zeichen. Die Sache ist halt die, es geht jetzt zum Beispiel auch bei dem, was ich jetzt hier mache, es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie in dem Sinne, ob das jetzt besonders gut ist oder einfallsreich oder sonst irgendwas. So, es ist irgendwas, was ich jetzt einfach mache. Da kann man gar nicht so richtig gute Tipps geben, außer entweder man, wie gesagt, man möchte sehr, sehr direkt naturalistisch in diesem Sinne zeichnen können, dann muss man halt üben. Das hat alles sehr, sehr viel mit Übung zu tun. Das hat alles nicht nur mit Talent zu tun. Sag mal, du hast ja so ein Faible für Spiralen und Verästelungen und so. Hat das irgendeine spezielle Bedeutung oder ist das einfach, weil du sagst, ja, das gehört zu meinem Stil einfach so, das brauche ich dazu? Es hat sich eigentlich so ein bisschen so entwickelt. Es ist, das ist ähnlich, sag ich jetzt mal, wie manchmal so, du kennst auch das, was man so diese Telefonskizzen halt nennt, so, ne? So halt, wenn Leute einfach irgendwie drauf loskritzeln in diesem Sinne. Das ist Teil meines Stils einfach geworden, auf jeden Fall halt so. Spezielle Bedeutung, so für mich hat es halt nicht, obwohl die Spirale als solche natürlich einfach eine geile Sache ist halt so. Das ist der Strudel der Unendlichkeit und bla und keine Ahnung, das ist genauso geil wie ein Kreis. Ein Kreis ist auch unendlich. Und alles, was unendlich ist, ist ja irgendwie nicht fassbar. Und alles, was nicht fassbar ist, wie das Leben etc., alles, ist irgendwie anziehend. Alles das, was man nicht versteht. Jetzt werden bestimmt einige denken, so mal aufhören, so eine Kacke zu reden. Ja, meine lieben Freunde, ihr habt jetzt ein bisschen Zeichenkram von mir gesehen, so das, was ich jetzt so ein bisschen mache. Das Ding wird natürlich noch fertig gemacht und wir haben uns überlegt, dass wir das bei www.metal-hammer.de versteigern wollen halt und das ganze Ding dann für einen guten Zweck einfach, den Erlös an für einen guten Zweck halt hergeben. So, und es wäre natürlich toll, wenn ihr das Ding kauft, auch wenn es kacke ist. Meine lieben Freunde, macht's gut.